So, und jetzt lädt er wieder munter den nächsten Abschnitt. Zombies sorgen bei einer Gruppe von Zombies für Unruhe. Ach, sorgen sie, indem sie Das mit weiterlesen. dem Lesen üben wir nochmal, Corando. Kuss. Oh. I'm fine. Das war creepy. Glaube, unser Leon hat noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. Why are we getting weapons? I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. It might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat, and we are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Wow, ich glaube, wir haben den Leon ein bisschen unterschätzt. Der scheint ja auf Du und Du mit dem Herrn Präsidenten gewesen zu sein. Für meinen Geschmack eindeutig zu viel Screentime für Adam Benford, muss ich sagen. Let's get moving. Ich fand We das don't have eigentlich much time. klasse. Ich bin ja ein großer Adam Certainly got our work Benford-Fan. cut out for us. Und diese Berührung. Nee. Believe me, I know. Aber was ich mal sagen muss bei den beiden Hauptcharakteren, ich finde ja, zwischen den beiden gibt es einfach null sexuelle Spannung, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Sie reden einfach nur vollkommen, wie sagt man, sachlich miteinander. Wäre bei dir und ihr nicht anders, mein Freund. Was soll das denn heißen? Das kann man sich Ich doch glaube, wohl. das wäre ein einziges Flirtfest, wenn ich mit ihr da durch die Kanalisation stiefeln würde. So, wir wollen uns das jetzt nicht vorstellen. Es geht direkt in die Kanalisation. Wie wäre das denn bei dir und Leon? Red einfach nicht Okay, weiter. komm, spielen wir. Dunkler Ausfluss. Nicht so angenehm. Warum laufe ich eigentlich in dem Pisswasser? Glaubt man mir am Ja, ich Rand. glaube, spannender hätte man das machen können, wenn wir hier so bis zum Bauchnabel im Wasser stehen würden und nicht wüssten, ob unter uns Zombies lauern. Tret doch mal die Kiste ein hier. Mach ich doch schon. Okay. Lass schon mal die Badewanne ein. Wir legen jetzt gleich rein. Oh, das hört sich gut an. Aber nur für euch, liebe Zuschauer. Haben wir Duftöl? Gucken wir mal hinter der Tür. Vielleicht liegt da noch was. Fehler, Ich würde Fehler sagen, wir sein. müssen nach links. Ich glaube, wir müssen nach links. Warte mal. Zack. Leon, Helena, we'll be out of contact when you're in there. I'll still be tracking your movements, but be careful. Was? Wir haben keinen Mensch, Kontakt? kann die alte mal nützlich sein? Wir haben keinen Kontakt, aber sie kann uns tracken. Ja. Ich glaube, die Das redet wäre doch. ganz toll. Die rede nur Schmudi. Die gute, wie heißt sie? Cunningham. Warte, Cunningham. wo muss ich denn jetzt lang? Nach links. Hier. Nee, da ist Strom. Das ist Gefahr. Links, hier ist links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Sag ich doch, Mensch. War das gerade das Ich muss nicht Schlangenamulett? nach links. Ich muss nicht nach links. Ich Na, muss nach ernsthaft? rechts. So, hier lang. Ja, das ist doch links. Wo ist denn das Schlangenamulett? Ich will es doch auch nicht. Ach, ein Toter. Wie kommst du denn hier runter? Wow! Alter, du bist mir Verdammt! ein ganz freches Würstchen. Jetzt können die Jungs Mann, schon Mann. uns hier anspringen, wie so wild gewordene Waschbären. Oh, von denen brauche ich echt nicht mehr. Schummriges Rotlicht, wabernder Nebel. Das ist eine Ampel. Sphärische Klänge, das hier ist ein atmosphärisches Meisterwerk, würde ich sagen. Ganz schön. Wimmert doch wer.
Ich glaube, das ist nur der Wind, der durch die Gänge pfeift. Aber guck mal, hier so ein Ghetto-Boy. Mit Bandana auf dem Kopf. So hat man das gerne. Mit was? Bandana, was hat er auf dem Kopf gehabt? Ich glaube, es war ein ganz normaler Baseball-Cappy. Echt? Ach, das sah aus so. Hä? Ah, da ist doch jemand zu meinen Füßen. Ja. Der betet dich geradezu an. Sollen sie auch gerne... Oh, da ist alles voll. Aber wir... Tall Oaks Station. Tall Oaks, genau da wollen wir ja auch hin. Deshalb sind wir, denke ich, mal richtig. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Helena uns da mit neuen Informationen versorgen wird, wenn wir an der Kathedrale angekommen sind. Ah, Bahn! Wow. Was muss ich machen? Kann ich hier stehen bleiben? Oh, danke. Wow. Helena, lebst du noch? How are the trains still running? Alter, ich How are you still alive, Helena? Das war wie ein Ghostbusters 2. Ja, ohne Scheiß. Genau daran musste ich auch denken. Manometer. Ich hoffe, die kommt nicht nochmal. Was hast du denn da gerade eingesammelt? Erfahrungspunkte, warum auch immer. Ich weiß nicht, ich sammle. Erst doch mal eine Pille. Wir könnten noch ein bisschen unser Leben aufladen. Eins mit rein und schon geht's gut. Sehr gut. Alter, die Bahn. Das war ein Schockeffekt. Ihr seid doch echt kacke, ihr von Capcom. Ja. Guck mal hier, hausen die Obdachlosen. Und die Riesenratten, verdammt. Wow, was ist wow, denn? Wow, 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 Zombiehund, Zombiehund. Alter, geh kaputt, geh tot. Was bist du? Alter, tritt nochmal rauf. Das ist ja echt... Töte es mit Feuer. Nee. Ey, Zombies reichen mir. Ja, verdammt. Zombiehunde sind dann auch noch so super schnell, ey. Aber gut kickbar. Ich glaube, die gab es auch schon im ersten Teil, denn den habe ich vor Urzeiten wirklich mal gespielt. Da gab es die ganz berühmte Resident Evil 1 Fenster-Szene, wo die das erste Mal aufgetreten sind. Ja, ganz genau. So. Ich sehe nichts. Habe ich noch irgendwie eine Taschenlampe oder irgendwie eine Lampenmöglichkeit? Nee, ne? Noch was? Nee. Du hast doch eine Lampe am Kopf, Junge. Aber die reicht nicht. Ja. Lichtpegel, ey. Es soll ja auch hier uns Angst machen. Kann das nicht bei Tag spielen? Wenn das hier alles ausleuchten könntest mit Supertaschenlampen, dann... Da hat jemand Probleme. Schnell. Ich war zu langsam. Alter, da kommt eine nächste Bahn. Presst dich an die Wand. Was ist das? Ich sehe nichts. Leon ist zu einem Pfosten geworden, glaube ich. Nee, doch nicht. Das war Helena. Guck doch mal, ob der Typ am Boden noch lebt. Ob du mit dem noch ein Wörtchen wechseln kannst. Wahrscheinlich nicht, ne? Wo war er denn? Nee, ich glaube, der ist... Der ist hinüber, ist der. Das war so guck mal, dabei sah der so nett aus, Mensch. So ein richtiger Banker war das, glaube ich, ne? Okay, komm, dann scheiß drauf. Diese Kapitalisten. Lassen wir mal liegen. So, gibt's hier noch der irgendwas? Der verzockt noch unser ganzes Geld zu uns hier. Wenigstens die Munition hat er liegen lassen und noch ein schönes... Tall Oak Station rückt immer näher. Fähigkeitspunkte-Ding. So... Oh, bitte keine Bahn mehr. Das ist mir immer ein bisschen zu Action geladen dann. Bin ich ja mal gespannt gleich im Gotteshaus in der Kathedrale, ob wir da vor Zombies sicher sind, so wie man sich das vorstellt. Guck mal, da kommt ein Brenner. Wow. Was denn mit dem los? Oh, Alter. Ey, die kann ich echt nicht mehr voll nehmen, die Typen. Ey, hier, da kommt noch einer. Ey, jetzt auf Distanz gehen. Wie... Ach, guck mal, da kommt der Sonnenlicht durch. Vertragen die kein Sonnenlicht oder warum haben die da eben so komisch... Das sind doch wohl keine Vampire, oder? Geht's hier hoch? Ach so, Strom ist da. Guck mal, die werden da unter Strom gesetzt. Ach, Mann. Ja, Helena, da kannst du dich jetzt mit rum... Ja, bitte helf ihr mal. Nee. Also wirklich mal. Ja, hat sie mir vorhin geholfen? Nee. Ja, okay. Also du bist doch auch der Mann. Komm, Kurando. Kannst gleich wieder runtergehen. Halt den Mund. Wir wollen doch hier die Tradition des europäischen Gentlemen aufrechterhalten. Ey. Fass mich an.
So, es wird wieder Zeit, dass du deine Pille schluckst. Mach ich gleich. Die Pille danach. Die Pille danach. Die Pille danach. Alter, wo ist er? Ich sehe nichts. Also diesmal ist es tatsächlich so, dass nicht nur ihr auf YouTube wahrscheinlich nichts seht. Wir sehen genauso wenig. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Wow. Alter, Axt, Hannes. Alter, Axt, Hannes war echt bedrohlich. So ein Schrat, ey. Ich würde sagen, schnell weiter. Und noch ein kleines Tic-Tac einwerfen. Ja. Und hier mal öffnen alles. Ach, herrlich. Ein Kontrollpunkt. Jetzt fühle ich mich doch gleich sicherer. Hä? Sie steht da schon so erwartungsvoll. Was willst du? Du wartest auf mich, danke. Sie wartet treu und diszipliniert auf ihren Helden. Oh Mann. Oh, aha, ein Schlangenemblem. Oh ja. Zack. Ah, Mensch. Um Akten und Figuren frei zu schreiben. Da freuen wir uns doch als Sammler. Als Jäger und Sammler. Da geht der Trieb mit uns durch, ne? Genau. So. Ich renne. Ich meine, es ist nicht Diablo 3, aber ich freue mich trotzdem über jede Sammelleidenschaft, der man hier frönen kann. Du Scheiße. Ja. Ach, ich tue einfach so, als wäre ich einer von ihnen und renne vorbei. Ich glaube, das wird nichts, weil Helena wird dann wieder alles verderben. Ey, und so viele. Oh, da kommt... Ey, was ist das Große da? Das ist einfach nur ein großer Schatten, Mensch. Nee. Oder? Das ist ein Schatten. Nee, ich will kein Kraut. Zug, Zug, Zug. Was? Wo denn? Wo denn? Oh. Wo geht's denn hier nach nirgendwo? Das war auf jeden Fall der letzte Sonderzug nach Pankow gewesen. Aber ich will weiterspielen. Oh Mensch, jetzt ist die arme Helena ganz allein. Aber Gott sei Dank war ja da gerade der Safe Point. Danke, liebe Helena, dass du mich so früh gewarnt hast. Ja. Hat mir gut geholfen. Also sie hat wirklich einen herzzerreißenden Schrei ausgestoßen nach unserem verfrühten Ableben. Nur das leider heißt, sie mag uns. Nur 20 Minuten zu spät. Achso, das Symbol haben wir schon, ne? Deswegen wird es jetzt nicht angezeigt. Ey, ich gehe, das war. Also gleich weißt du, du hältst dich von den Schienen fern. Ich halte mich auf der rechten Spur einfach mal. Junger Freund. Zack, zwei Pistolen. Ist, glaube ich, hier besser. Ja. Wurde ich da einfach mal übergemangelt. Aber das ist aber auch cool gemacht hier, finde ich, mit den Schatten, die schon das drohende Unheil ankündigen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ich renne, oder? Denk an die Bahn, denk an die. Vorbei, vorbei! Press dich an die Wand, press dich an die Wand. Die Bahn ist auf dem anderen Gleis, oder? Ernsthaft? Ich glaube. Helena, renn mal. Eine Stufe schneller. Ja. Ich lauf schon an die Wand. Ich lauf an die Wand. Wo bin ich? Alter, ich brauch den Stängel, den Orientierungsstängel. Okay. Wir haben's überlebt. Noch haben wir's überlebt. Oh Mann, ey. Mensch, willst du hier den Marathon gewinnen, Kurando? Ja. War das die Bahn? Hä? Die Sequenz habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das war die Bahn, die uns gerade überholt hat. Die mich, beziehungsweise die Bahn, die mich übergemenkelt hat. Und da lebt noch jemand anscheinend. Da sollen wir jetzt rein? Ich muss schnell ihm helfen, glaube ich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ach, tatsächlich, da sollen wir rein. Schnell auf. Helen, hilf mal. We're not getting that open. Ja, dann oben rein. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Was, warum denn? Warum wollen die da jetzt rein? Da kamen Schüsse raus. Hä, was ist denn da noch? Wow. Wow, 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 wow. Oh, da war noch so einer. Helena ist ja eine echte Femme fatale. Du wolltest doch hier rein, jetzt komm her. Du warst doch diejenige, die rein wollte. Helena schießt ins Leere. Zack. Ja, komm her. Komm her. Allee, hopp. Wow. Mensch, die sind doch ein gutes Team, die beiden. Ja. Dann herein da. Herein spaziert. Ah, der wird eh zum Leben erwachen. Das war's dir jetzt schon. Das war anscheinend eine mörderische Fahrt hier drin, ne? Renn bitte durch. Bitte, bleib nicht in ihrer Nähe. Sie werden wach, das weiß ich. Die sieht doch relativ gesund aus. Ja, die ist heiß.
Ist auch so vom Körperbau annehmbar. Ich glaube, das ist ein Transvestit, oder? Warte mal, ist das ein Mann? Wow! Oh, hör auf. Mensch, schnell reiß die Tür auf, da lebt doch noch jemand, Kurando. Sorry, das war ich gerade. Ach, das warst du? Hat sich auch sehr weiblich angehört. Ja, habe ich, wenn ich panisch bin. Hast du ein Geheimnis, das du vor uns verbirgst? Vielleicht in der späteren Folge. Wirst du es uns offenbaren, oder was? In der letzten Folge von Resident Evil 6. Also, bleib spannend. In der letzten Folge die Wahrheit über Kurandos Identität. Wer ist der Mann hinter der Maske? Ganz genau. Also, Roger in Kambodscha, kommen wir mal hier durch. Alles cool in Istanbul. Mir fällt nichts weiter ein. Ich weiß, du wartest drauf. Lass ruhig. Dreh dich um bitte und... Ja, komm. Du lässt dich aber auch die ganze Drecksarbeit machen hier. Du bist so ein richtiger Shovi. Ist ja immerhin noch eine Frau. Ja. Boah, Alice Schwarzer. Tut mir leid, die guckt das ja auch. Ja, die hat uns sogar abonniert, Alice Schwarzer, deswegen die wird jetzt total enttäuscht von dir sein. Alter, das ist ein Mann aus Stahl. Der sieht eher aus, als wäre er aus Wachs. Ich glaube, das ist eine Wachsmumie. Joa. Junge. Hallo Heinz. Das war's mit deinem Kopf. Macht ihm anscheinend nicht viel. War eh nicht viel drin. Zack. Das hat er verdient. So, das war's mit der Bahn. Ich glaube, da musst du auch wieder aussteigen und... So. Fähigkeitspunkte dann eingesammelt. Sollten wir jetzt ja auch bald mal bei der Tall Oak Station angekommen sein. Hoffe ich doch. Um uns dann endlich in das besagte Haus Gottes flüchten zu können. Wo wir dann hoffentlich auf priesterlichen Beistand stoßen. Red noch nicht so viel. Ich glaube, es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Was war das für ein Duden? Was war das für ein Getute? Ach hier. Oh, guck mal. Tatsächlich, du Prophet. Ist das die Tall Oak Station? Mensch. Wenn das nicht die Tall Oak Station ist, du, dann... Da, schau, guck nochmal hoch aufs Schild. So, da haben wir die Tall Oaks Cathedral. Die Omen Street und... Sizemore Park. Ey, ich würde sagen, wir... Ach, guck mal, lass... Ich würde sagen, wir lassen die Kathedrale links liegen und gehen in die Omen Street. Die klingt einfach, finde ich, total... Glaubwürdig. Ja, die klingt... Nach Rettung klingt die. Na, die klingt nach Rettung. Wo sind wir denn? Guck mal, wir sind hier in... Ja? Ja? Zoom mal ran. Kann ich nicht weiter. Haben sie, finde ich, mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet hier diese... Junge, betteln bringt nix. Nee, such dir einen Job, du Junkie. Manometer. Boah, hat der dir ein Bein gestellt, dieser... Ich stolper gerne mal über Tote. Oh, hier. Ich bin der über Leichen geht hier. Ferngezündet, was? Guck doch mal ins Menü. Da waren wir eh schon lange nicht mehr drin. Munition und wir haben ferngezündeter Sprengsatz. Das ist mir jetzt aber auch cool. Ein bisschen too much für... Den müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit einsetzen. Wie mache ich das denn? Heftig? Dass das hier vergammelt in unserem Inventar. Was so ein Sprengsatz an sich hat auch, dass er vergammelt. Müssen wir mal... Ist ja auch so... Aber wie benutze ich den? Heft ich den dann untot und lass ihn dann sprengen? Ich weiß nicht. Mal gucken, wenn die richtige Situation kommt, wenn da eine Horde angewatschelt kommt, dann heften wir ihn an den Boden. Auf den Boden und zünd ihn im richtigen Moment. Setzen uns hinter die Kiste und zünden das Feuerwerk. Erstmal jetzt. Das sieht immer so aus, als müsste ich einen Löffel zücken. Was? Das Symbol, hast du das gesehen? Das Symbol sieht aus. Das soll eine Lupe sein, aber es sieht aus wie ein Löffel. Ich glaube, Kurando, der halluziniert hier schon wieder. Ich glaube wohl eher weniger. Also Kurando. Ich weiß. Oh Gott. Oh. Hat er denn nichts gelernt von der Liz-Episode? Wenn sie weiterklopft, ist die Tür gleich offen. Bitte, Leon, ey.
Ach, ich muss handeln. Ich muss bitte handeln. Bitte. Oh. Ihr verkackten Idealisten. Oh, ey. Ey, mach oh. das nicht auf. Oh. Oh, nee, ey. Ich komm. Verdient. Ach du Scheiße. Brandgranate, Brandgranate. Hier, Brennfrau. Oh, geil. Yes, yes. Oh, herrlich. Das war befriedigend. Oh, diese dumme Pute. Oh, ey, jetzt. Alter, Säure. Jetzt kotzen die uns hier an. Was ey. Ist hier los? Alter Kotze. Was ist denn hier los? Ist das ein Schatten? Irgendwas. Warte, warte, guck mal, was. Schatten? Hä? Was ist da los? Was ist hier los? Diese U-Bahn macht mir Angst. Das sind sehr merkwürdige Schatten auf dem Boden, allerdings. Alter Helena, mach ihn platt. Ey, ich kann nicht mehr zielen. Ich bin so betrunken von dieser Frau gerade. An ihrem Antlitz. Aber ich komme nicht drüber hinweg, wie naiv und blöd unser Leon ist, dass er einfach jeden Idioten helfen will. Hier. Der bringt uns nur in Schwierigkeiten. Machen wir noch ein bisschen Luftakrobatik? Du olle Pute. Ja, komm, schieß ihr bitte. Gib ihr noch eine Kugel, ey. Sind das die Rollzombies? Neue Art von Gegnern anscheinend. Messer, nimm mal das Messer, bitte. Komm, ich Messerkampf. Ich brauche ein Messergeschnetze. Yes. Oh. Herrlich. Ah, oh nein. Nicht so herrlich, nicht so herrlich, nicht so herrlich. Komm, beiseite. Ey, das ist mir zu gefährlich. Also, ich glaube, du musst nochmal einen Kurs im Messerkampf machen hier. Ey, ich habe 200 Schuss. Ich glaube, wir melden dich morgen mal bei der Bundeswehr an. Oh. Ich glaube, die hat ihren Kopf verloren. Boah. So. Jetzt würde ich aber mal sagen, schnell raus hier aus der Station und ab zur Kathedrale. Denn ich will endlich hören, was Helena uns vorenthält. Ja. Weißt du, ich bin ja so ein Wahrheitssuchender. Ich will wissen, was ist da los? Was steckt hinter dieser Invasion des Todes? Meinst du, er weiß die Lösung? Was hat er in der Hand? Schieß drauf. Schieß auf seinen Gegenstand. Der ist bestimmt explosiv. Oder auch nicht. Er hat es nicht geschafft, da durchzugehen, glaube ich. Ne. So, wir werden jetzt hier elegant, glaube ich, über den Zaun hüpfen. Hab ich aber auch nicht so mit diesen Schranken. Da verhedder ich mich auch gern mal drin, ne? Also ich bin... Jetzt auch in der Realität, nicht Ja, ja, genau. Ich bin wie er. Da stehe ich genauso dazwischen. Ja. Und weiß nicht, wo es hingeht, ne? Ja, ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich mit Kurano am Bahnhof war und er war da vollkommen festgeknotet. Genau. Hier noch eine Goodie-Box für uns. It's gotten pretty bad. Hell on Earth isn't much of a stretch. Hell on Earth. So. Earth. Hell on Earth. Das kennen wir ja, das kennen wir. Brauchen wir nicht gucken. Roger.